Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Guide zu den Masken aus den Horrific Visions präsentieren. Wir wollen uns nämlich anschauen, wo wir alle fünf Masken uns erspielen können und was sie dann machen, sobald wir sie aussetzen. Als allererstes sollte ich vielleicht ein bisschen erklären, was diese Masken überhaupt sind. Und zwar, wenn ihr in den Horrific Visions drin seid, werdet ihr wahrscheinlich schon gewesen sein, dann ist es ja das Ziel, möglichst einmal hier durch die komplette Vision durchzukommen, heißt die einzelnen Zonen zu clearen und am Ende den Endboss umzuhauen. Und wenn ihr das geschafft habt, also sprich einmal einen Full Clear zu machen, dann habt ihr ja eigentlich diese Vision in Anführungszeichen abgeschlossen. Ihr könnt dann aber das Ganze euch noch erschweren, indem ihr Masken aufsetzt. Und zwar gibt es insgesamt fünf Stück, die seht ihr hier außen rum. Ich habe mir die nämlich schon freigespielt. Und jede Maske, die ihr aufsetzt, bewirkt, dass Gegner mehr Leben haben und mehr Schaden verursachen und das ist übrigens nicht das Schlimme. Und noch zusätzlich, einen zusätzlichen Effekt in der Vision vorherrscht. Also sprich, da gibt es relativ viele, die werden wir uns nachher auch nochmal im Einzelnen anschauen. Und das macht es dann tatsächlich richtig schwierig. Was ist der Vorteil daran? Warum sollen wir es uns absichtlich schwieriger machen mit diesen Masken? Wir bekommen mehr von den Abzeichen. Ihr seht hier diese Andenken, da bekommen wir einiges mehr. Und die brauchen wir für verschiedene Sachen. Zum Beispiel brauchen wir die, um den Skillbaum weiter hoch zu skillen. Oder später dann auch, um uns einen Mount zu holen. Oder dann dementsprechend gibt es auch Sockel-Items, also man kann quasi extra Sockel auf seinem Gear drauf basteln. Deswegen macht es Sinn, mehr von diesen Andenken farmen zu wollen. Und wenn ihr diese Masken aufsetzt, bekommt ihr ein gutes Stück mehr von den Andenken. So, wie holen wir uns jetzt diese Masken? Und zwar die allererste Maske, und zwar die Maske der langen Nacht, die holen wir uns, indem wir einmal einen Full Clear hinkriegen. Heißt, ihr müsst einmal alle Zonen hier clearen, also alle fünf Endbosse der jeweiligen Zonen umholzen und dann bekommt ihr in der Kiste am Ende einfach die Maske der langen Nacht raus. Das ist übrigens die schwierigste Maske, denn diese Maske bewirkt, dass eure geistige Gesundheit einfach, also das Maximum einfach halbiert wird. Heißt, wenn ihr 1000 geistige Gesundheit habt und die halbiert wird, habt ihr nur 500 als Maximum. Und dementsprechend jedes Mal, wenn ihr auffüllt, könnt ihr auch nur 500 auffüllen. Dementsprechend ist das doch eine relativ harte Sache, wenn ihr jetzt hier, wie ich, schon ein bisschen was geskillt habt, dass ihr jetzt schon 1100 habt, dann sind es halt 600, ne? Nee, nicht 600, sondern 550 so rum. Ja, Mathe-Genie ist am Start. So, dann haben wir natürlich noch vier andere Masken, die wir uns auch erspielen können. Und diese anderen Masken bekommen wir, indem wir dann dementsprechend diese erste Maske, die wir uns erspielt haben, durch den Vollclear, also die Maske der langen Nacht, aufsetzen und dann die Endgebiete clearen. Übrigens, ihr müsst nicht unbedingt die Maske der langen Nacht aufsetzen, sondern es würde auch eine andere gehen, aber da ihr die als erstes einfach nur habt, müsst ihr mit einem Gebiet anfangen und da ein schweres Gebiet clearen. Und zwar in SW ist es hier quasi Old Town, also die Altstadt, und da bekommen wir die gesichtslose Maske des Leidenden. Die können wir uns hier spielen, also sprich die erste Maske aufsetzen und dann müsst ihr hier den Endboss töten, dann bekommt ihr die Maske des Leidenden. Wenn ihr eine Maske aufhabt und dann das Magierviertel cleart, dann bekommt ihr die gesichtslosen Maske der finsteren Vorstellungen, also hier in dem Gebiet. Und dann gibt es noch zwei Masken hier, einmal in Okromar, da habe ich mir jetzt mal ein Bild rausgesucht, weil das im Moment nicht ab ist. Und zwar gibt es dann da die gesichtslosen Maske der verbrannten Brücke und die bekommen wir, wenn wir das Valley of Wisdom einmal umhauen. Und das Valley of Wisdom ist quasi das hier. Ihr müsst hier auch wieder zumindest eine Maske aktiv haben und das letzte ist dann quasi gesichtslosen Maske des Waghalsigen und da müsst ihr Valley of Honor, also quasi dieses Gebiet mit einer Maske durchspielen. Heißt, ihr könnt es eigentlich am besten so machen. Ihr zieht dann am Anfang diese Maske der langen Nacht auf, wo ihr die halbe Sanity Bound noch habt, macht ein Gebiet, also eins von diesen schweren Gebieten, wo ihr eine Maske bekommt und dann nutzt ihr die Maske, die ihr dort bekommt und lauft vielleicht noch einen Run und macht dann dementsprechend mit der in Anführungszeichen leichteren Maske das andere Gebiet. Oder ihr seid natürlich schon gut genug und könnt dann gleich durchstarten und mehrere Gebiete mit einer Maske aktiv aufmachen. Wie gesagt, die erste Maske, die ihr im Full Clear bekommt, also die gesichtslosen Maske der langen Nacht, ist definitiv die schwierigste Maske, mit der man irgendwas machen kann. Und ja, so viel dazu. Also sprich, einmal Full Clear machen, erste Maske bekommen,
Mit der ersten Maske könnt ihr dann die schweren Gebiete abschließen, mit einer Maske aktiv, und dann kriegt ihr dementsprechend zwei Masken in UG und zwei Masken in SW. Und schon habt ihr alle Masken. Ist relativ simpel tatsächlich. Wenn ihr einen Full Clear geschafft habt, muss man natürlich sagen, ist es relativ easy, auch mit einer leichteren Maske dann einen Full Clear zu schaffen, denn die Effekte von den ersten Masken sind nicht sonderlich dramatisch. Und die können wir uns jetzt einfach mal angucken. Wenn wir jetzt nämlich hier mal draufklicken, klicken wir mal hier drauf. Und zwar haben wir jetzt hier dann die Maske der finsteren Vorstellung. Während eure geistige Gesundheit unter 50% des Maximum liegt, werden gelegentlich Gegner aus der Leere beschworen. Zusätzlich 25% mehr Schaden von den Gegnern, beziehungsweise sie haben auch mehr Life um 25% und wir kriegen halt mehr Andenken. Das ist relativ easy. Wenn ihr mit der Sanity unter 25, unter 50% kommt, dann kommt so ein Gegner ab und an, der kann nicht viel, der hat ein bisschen Leben, den kann man nebenbei wegcleaven. Easy. Das einzige Mal, wo das schwierig wird oder ätzend sein kann, ihr seid kurz vor Sanity 0 und wollt halt noch das Maximale rausholen und dann erst kurz vor Schluss die Orb stellen und dann spawnt so ein Vieh und ihr seid im Kampf. Richtig bitter, ist mir ein paar Mal passiert. Deswegen dann nicht zu knapp machen. Ich kann es euch nur raten. Das ist eine ganz bittere Angelegenheit. Dann schauen wir uns die zweite Maske an. Und zwar haben wir jetzt Maske des Leidenden. Macht den Träger anfälliger für zusätzlich gewirkte Wahnsinnsleiden. Ja. Das ist jetzt schon so ein bisschen eine mittelschwere Maske, würde ich sagen. Also die erste war eine leichte, das ist eine mittelschwere. Und zwar, was macht diese Maske? Wir haben ja hier immer verschiedene Effekte. Zum Beispiel, dass man, also in schweren Gebieten ist es, dass man geslowt wird oder dass so Mobs um euch rumspawnen, dass man so einen Sprung nach vorne die ganze Zeit hat, so Feuerfüße und so. Also es gibt verschiedene Effekte, die in den einzelnen Gebieten vorherrscht, habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Und wenn ihr diese Maske aufsetzt, dann habt ihr in den Gebieten einen zweitens von diesen negativen Effekten. Das kann schon ziemlich nervig sein. Am nervigsten finde ich die Kombi, dass ihr, wenn ihr movet, dass ihr dann immer weiter geslowt wird, bis ihr gar nicht mehr moven könnt. Und dann noch zusätzlich den Effekt, dass ihr eingewollt werdet und ihr quasi aus dem richtigen Seite, aus dem Kreis quasi rauslaufen müsst. Wenn ihr die beiden stackt, ihr seid so unmobil, weil ihr müsst ständig warten, ihr werdet dann wieder auch geslowt durch den anderen Effekt. Das ist eine ätzende Kombi. Also es gibt schon so ein paar Effekte, die dann ziemlich eklig wären, die sich gegenseitig ein bisschen noch verstärken. Und deswegen ist das, würde ich sagen, so eine Mittelschwere. Mit der habe ich aber auch schon einen Fullclear gemacht. Also ich habe auch schon in drei Masken und fast in vier Masken Fullclear geschafft. Das ist eine Mittelschwere, wie gesagt. Dann die nächste Maske setzen wir ja auch noch auf. Das ist hier Maske der verbrannten Brücke. Er schafft beim Bewegen Zonen der Leere hinter euch die geistige Gesundheit entziehen. Das ist richtig easy. Das ist eine ganz leichte Maske. Es läuft ganz normal, bloß dass ihr, wenn ihr movet, quasi hinter euch Zonen habt, die spawnen nie auf euch drauf. Also sprich, solange ihr movet, sind die immer hinter euch. Und wenn ihr stehen bleibt, spawnen auch keine. Ja? Außer wenn ihr natürlich wieder zurückläuft durch die eigenen Zonen, dann ist es ätzend. Wenn ihr viele Mobs pullt, wo ihr ausweichen müsst, kann das manchmal nervig sein. Und vor allem bei manchen anderen Sanity-Effekten, wo ihr dann, wenn ihr hier eingewollt werdet, wie ich vorhin schon meinte, wo ihr dann zurücklaufen müsst, kann es auch nervig sein, aber viel Sanity zieht es nicht ab. Also das sind jetzt tatsächlich die drei leichteren Masken. Und jetzt kommen wir zu den zwei schweren. Und zwar setzen wir mal die noch auf. Wo haben wir es? Genau, Maske der langen Nacht. Das ist ja die, die wir uns beim Full Clear erspielen können. Verringert die maximale geistige Gesundheit auf 50%. Also ich habe jetzt nur noch 550. Ist ein bisschen ätzend. Und ihr seht, wir haben schon fünf Masken auf, vier Masken so rum und dementsprechend 4 mal 25 ist 100% mehr Gegner live und mehr Schaden. Und jetzt haben wir noch die letzte hier. Und zwar ist das Maske des Waghalsigen. Und das ist auch eine schwere Maske, würde ich es mal einschätzen. Mit der habe ich auch schon fast in vier Masken Full Clear geschafft. Habe es am Ende ein bisschen verkackt. Und zwar macht die einfach, dass wir durch Schaden, der uns geistige Gesundheit abzieht, von Monstern 400% mehr geistige Gesundheit abgezogen bekommen. Ja, also 400% zusätzlich geistige Gesundheit. Und das kann dann heißen, dass ein normaler Hit von einem Mob, den man halt vielleicht am besten ausweichen sollte oder interrupten sollte, dass der uns halt dann nicht irgendwie ein bisschen geistige Gesundheit abzieht, sondern gleich mal 100, 200 geistige Gesundheit. Dann geht eure Bar extrem runter. Ich hatte den Fall, dass mich ein normaler Mob die ganze Zeit gehittet hat, beziehungsweise so ein Mini-Boss-Mob mich gehittet hat und mir mit dem Hit einfach 225 geistige Gesundheit runtergezogen hat oder andere Effekte, die auch relativ low eigentlich sind, die man nicht ganz so merkt, dann extrem ins Gewicht fallen und die geistige Gesundheit extrem schnell runtergeht. Also dieser Effekt ist einer der schwereren, würde ich sagen. Und natürlich die Maske der langen Nacht ist auch ein schwerer Effekt, weil halbe Sanity Bar, vor allem die Kombination daraus, teilweise, wenn ihr jetzt diesen einen Mob nimmt, 225 geistige Gesundheit einfach
durch den einen Hit weg und man hat dann noch die Hälfte nur an geistige Gesundheit mit 550 oder 500, wenn man das nicht geskillt hat, dann ist einfach die Hälfte mit einem Hit weg. Also da merkt ihr schon, die Kombination ist relativ heftig. Die Masken solltet ihr erst am Ende anziehen. Die anderen sind relativ einfach. Drei Masken Full Clear, wenn ihr ein bisschen Schaden habt, ist relativ easy, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bei 4 und 5 Masken wird es dann schon erheblich schwieriger, aber wir haben ja den Vorteil, dass der Umhang immer hoch geht, quasi man immer mehr Verderbniswiderstand erhält und dann wird es auch immer einfacher. Es geht, glaube ich, bis 80% hoch, also dann müsste es schon wesentlich einfacher werden. Ja, das war es soweit mit dem kleinen Video. Ich kann euch nur sagen, mit mehreren Masken kriegt man natürlich hier auch mehr Münzen. Ich habe für ein 3-Masken-Clear, glaube ich, irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Münzen gekriegt und am Ende, ich glaube, mit 5 Masken bekommt man sogar 5.000 pro Full Clear und dann geht halt schon definitiv ordentlich was. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.